Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Ein Red Bull, Hamilton und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe.
Sag. Heute einen großartigen Sieg gefahren. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren, deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird der